Welche Firma hat nicht das Problem, was passiert, wenn IT komplett weg ist? Wer überlebt dann noch? Eine Firma ohne IT, okay. Welche Firma hat keine IT? Eine Schnitzerei. Also ein Mannbetriebsschnitzerei. Wobei, das kann nicht stimmen, weil erstens einmal, ich kenne zwar keinen Schnitzer, aber ich kenne einen Messerschleifer. Und selbst der hat einen Computer, wo er Buchhaltungssoftware darauf rennt. Ja? Also, es gibt keinen, der KIT hat, zumindest in unseren Breitengraden. Ja? Jetzt wird sich das Thema vielleicht nicht unbedingt an den richten, der ein Notebook hat oder einen PC hat, wo sich Buchhaltungssoftware drauf rennt und der hoffentlich ein Backup macht. Das richtet sich eher an Unternehmen, die vielleicht eine Spur mehr Daten haben. Was machen Firmen sehr häufig, um ihre Daten zu schützen? Ein zweites Rechenzentrum, ein drittes Rechenzentrum, Backup auslagern, was der Teufel, was alles. Ist auch okay. Ja? Die Frage ist, was bedeutet es für mich, wenn was passiert? Ja? Wenn ich zum Beispiel sage, okay, ich habe auf dem Standort, wo ich produziere, das zentrale Rechenzentrum und habe irgendwo anders, wo ich nichts produziere, Ausfallrechenzentrum, dann kann es als Ausfallrechenzentrum abrennen und ich werde weiter produzieren. Aber was ist, wenn meine Zentrale abbrennt? Dann ist es so nett, dass in meinem Ausfallrechenzentrum alle Daten sind und ich kann damit wieder irgendwo weitermachen. Aber wenn meine Produktion weg ist, wird es jetzt nicht so wichtig sein, dass die Daten jetzt gleich da sind, sondern wie komme ich zu einer neuen Produktionsstätte? Das heißt, auch solche Themen. Und es gibt genug Firmen, die einfach die zentrale IT halt dort haben, wo ihr Stammsitz ist, ihr produktiver Betrieb ist und dann irgendwo ein zweites Rechenzentrum haben. Und auch das möchte ich hier beleuchten, ob es da nicht andere Ansätze gibt, wo man sich vielleicht das eine oder andere sparen kann. Ich sage nicht, dass der Ansatz das Allheilmittel ist. Einfach nur ein paar Ideen, die bei uns bei Projekten gekommen sind. Was gibt es denn da für Ideen und Möglichkeiten, wie man relativ kostengünstig seine Daten woanders hat und sehr schnell sie wieder in Betrieb nehmen kann, wenn man es braucht. Aber nicht ohne Ausfall. Ja, also Ausfall habe ich. Und das ist einfach die Frage Kosten-Nutzen-Rechnung. Ne? Was bedeutet das, wenn für mich, wenn der IT einen halben Tag steht oder einen Tag steht, versus was kostet es mich? Das heißt, wir werden es kurz anschauen, welche Arten von Desaster gibt es auch in Österreich. Anschauen, wohin gehen die Kunden im Environment so typischerweise, was findet man bei Kunden heutzutage und ist echt witzig, egal wie man geht, fast alle machen dieselbe Richtung. Nicht alle gleich schnell und nicht alle gleich intensiv, aber geht in wirklich ein, zwei Richtungen. Dann werde ich eben die Ideen vorstellen, die Ansätze vorstellen. Und das sind keine fertigen Kochrezepte, sondern einfach nur ein paar Ideen, die man wirken lassen kann. Und dann auch kurz das Thema Lizenzierung. Jetzt hat nur das Oracle-Teil davon, werden wir uns auch anschauen. Desaster in Österreich. Überschwemmung. Ist noch nicht so lange her. Noch kein Jahr. Ja, wie einige abgesoffen sind. War nicht so viel wie das letzte Mal davor, aber sind auch ein paar abgesoffen. Feuer. So schon mal was brannt haben. Ja. Erdbeben. Sind jetzt in Österreich nicht das Große, aber man sieht es leider bei dem Beamer so schlecht. Die roten Punkte sind Erdbeben im letzten Jahr in Österreich. Zugegebenermaßen keine großen, aber da sieht man da durchaus, so wie ein Becken und so, da tut sich schon ein bisschen was. Flugzeugabstürze. Ich habe heute schon zweimal ein Flugzeug da drüber fliegen gesehen. Ja, hoffentlich passiert nichts und da kommt es tief einer. Vandalismus. Ja, also ich weiß nicht, wie es da in Tirol und Innsbruck ist, aber in Wien ist es durchaus das eine oder andere Mal das Thema. Ich kenne einen Internetprovider, einen kleinen, den es nicht mehr gibt, den damals das Problem hatte. In dem Haus, wo sie drin waren, wo sie im Keller das Rechenzentrum und die Infrastruktur hatten, gab es einen, der war geistig zurückgeblieben und aggressiv. Der hat dann mehrfach die Außenteile von den Kühlsystemen zerstört. Ja? Und sie haben nichts tun können. Ja? Sie haben ihm angezeigt, ja? Ist vor Gericht gegangen, ja? Geistig nicht zurechnungsfähig, einen Monat Aufsicht irgendwo, zurückgekommen, drei Wochen später wieder.
Das war nicht der Grund, warum es nicht mehr gibt, aber das hat sicher auch ein Schärflein beigetragen. Ja, wohin geht die Reise? Was machen die Kunden? Wer hat keine Virtualisierung? Okay, vielleicht nicht im Datenumfeld, aber Virtualisierung hat jeder. Ich kann mich erinnern, wie ich mit Kunden diskutiert habe vor ein paar Jahren, ja, wir virtualisieren keine großen Datenbanken, weil das geht, das kann nicht gehen. Ja? Egal, alles virtualisiert, egal wie groß. Alles auf VMware virtualisiert beispielsweise. Das geht sehr wohl. Ja? Man muss zwar ein bisschen mehr beachten und man muss die Infrastruktur entsprechend dafür bauen, aber es gibt kaum eine Anwendung, die ich heutzutage nicht virtualisiert laufen lassen kann. Auch Datenbanken kann ich virtualisiert laufen lassen. Ja, es gibt ja auch, wenn man jetzt nicht sagt VMware, aber Solaris-Zonen oder bei der IBM, die Helpers aus uns tut, glaube ich, ne? Das ist ja auch eine Virtualisierung, ist auch nichts anderes. Ja? Storage ist immer smarter, kennen immer mehr. Ja? Nutzt man das überhaupt? Es ist immer wieder die Diskussion, auch im Ausschreibungsumfeld, ja? Da wird einfach nur ausgeschrieben nach Kapazität und IOs. Da wird nicht ausgeschrieben nach, wir brauchen diese Funktionalität im Backup und wir brauchen diese Funktionalität und diese Funktionalität. Wird nicht ausgeschrieben. Wir den zwar brauchen, in vielen Fällen. Wie lange braucht es, um 2 Terabyte Datenbank zu sichern? Wie lange braucht es bei euch jetzt? 60 Minuten, ne? Ja. Wie lange braucht es, um 2 Terabyte Datenbank zu restauren mit Ermann? Wenn ihr 60 Minuten sicher? Länger als 60 Minuten. Ja? Dann habe ich es einmal restaurt und noch nicht recovered. Wenn mein Storage das aber anbietet, die Technologie, ja? Snapshot, Secondary Storage, bla bla bla, das heißt, wenn mein primäres Storage ausfällt, kann ich auf Secondary Storage mit keinem oder minimalen Datenverlust weiterfahren. Ich kann in Minuten online gehen. Ja? Das wird aber in ein Backup-Szenario oft nicht eingearbeitet. Bandbreiten. Ich kann mich noch erinnern, mein erster Einsatz also in der großen IT war bei einem Unternehmen mit vielen Außenstellen und die haben eine Zentrale in Wien gehabt und die zentrale Außenstelle in Linz. Ja, und die war verbunden über eine Standleitung, das war die schnellste Standleitung der Firma, alle anderen haben die Hälfte gehabt. Jetzt ratet mal, wie schnell die war. Eine 192er Standleitung. Und da drüber haben ein paar Dutzend Leute ihre Arbeit gemacht. Ja, da ist auch kreuz und quer ausgedruckt worden. Ja, das war nämlich unser größtes Problem. Wenn irgendein Marketing-Kollege gemeint hat, er muss jetzt unbedingt aus Wien irgendwas auf einen Drucker in Linz ausdrucken. Ja, das ist über eine 192er Leitung. Ja, dann ist es teilweise in der Printer-Cube ist übertragen worden, ein, zwei Tage drin gehängt. Und hat in der Zeit die Leitung aber ziemlich dicht gemacht. Ja, da war das Arbeiten für die Kollegen nicht so lustig. Das erste war immer, es geht in Linz schon wieder langsam. Schauen wir die Printer-Queues durch. Alle Jobs größer als, ich kann mich nicht mehr erinnern, Megabyte glaube ich, und schon ist es wieder gegangen. Und an den, der sich in die Queue gestellt hat, habe ich freundlicherweise immer gesehen, was war, wieder mal einen bösen Reminder, das macht man nicht. Ausdrucken lokal, schicken mit Post. Nein, war so. Wer hat jetzt bei sich zu Hause nicht zumindest vergleichbar ADSL? Geschwindigkeit? Die meisten wahrscheinlich. Ja, wer hat in der Firma nicht zumindest zweistellige Megabit-Anbindung? Jeder. Wer hat Gigabit? Okay. Das zählt nicht. In Wien ist offensichtlich ein bisschen günstiger, Gigabit zu bekommen. Da hat jede größere Firma schon fast eine Gigabit-Anbindung. In Wien. Sobald man am Rand kommt, wir sind am Rand von Wien, habe ich mal so zärtlich nachgefragt, es gibt jetzt die Fiber-Initiative, ja, Fiber to Home. Ich hätte gerne bitte mehr wie 12 Megabit, weil mehr kriege ich bis jetzt nicht. Ne? Ach, geht dort nicht. Ihr seid ja außerhalb von Wien. Eine Ortschaft weiter haben sie 100 Megabit. Da war die, ne, das Ding so alt, ja, dass es angerissen und nachgebaut haben, die Verteilerzentrum, ne, also Telefonverteiler. Die haben dort 100 Megabit. Wir nicht dazwischen. Das sind Luftlinie 2 Kilometer. Ja, 500, also Kilometer nach Wien und 2 Kilometer in die andere Wirtschaft. Und da dazwischen hast
Nichts. Ja, zumindest im Verhältnis nichts. Ja, Bandbreiten steigen. Cloud-Anbieter werden immer kreativer. Ja, also Keck gehabt, wer in der Cloud ist geklaut. Ja. Warum ist da die Gefahr? Die Gefahr bei Cloud-Anbietern ist was? Ich weiß nicht, wer dort auf meine Daten zugreift. Ja? Der Anbieter, bin ich mir sicher, dass der nicht meine Daten gleich klaut? Oder versehentlicherweise, wer hat jetzt vor ein paar Tagen mitgekriegt, bei dem kleinen Lapsus, der Google passiert ist? Google bietet an, dass man Domains anonymisiert mieten kann. Also Domain registrieren kann. Da steht dann die Domainregistrierung eben anonymus irgendwas mit Google. Wunderbar beim Registrieren, der Lapsus war aber, dass wenn man verlängert hat, das Record überschrieben wurde mit den Verlängerungsinformationen. Ja, das heißt, alle, die das verlängert haben, also länger wie ein Jahr hatten, waren auf einmal nicht mehr anonym. Was glaubst du, wie viel das getroffen hat? Über 300.000 Accounts. Über 300.000 Domain-Registrierungen. Meine, Google hat es gefixt, es ist jetzt wieder anonymisiert. Es gibt nur ein kleines Problem, im Internet wird nichts vergessen. Ja, es gibt Seiten, die nichts anderes machen, als die Domain-Informationen abzuziehen und zeitlich zu historisieren. Wenn ihr wissen wollt, wenn ihr Domain kehrt, der ist anonym, Google, auch schauen wir mal beim Historisierer nach. Die Wahrscheinlichkeit, dass er findet, ist gut. Ja? Und das war jetzt nicht einmal mutwillig, ja? Sondern da war einfach in der Software Fehler drinnen, beim Registrieren hat es funktioniert, beim Renewal nicht. Ja? So, wen verklagen wir jetzt? Google. Ne? Also Amerikaner verklagen Google sicher, aber wir als Österreicher, Google verklagen ist vielleicht blöd. Da gibt es aber auch immer interessantere Ansätze. Zum Beispiel kann man bei verschiedenen Anbietern einfach sagen, okay, ich stelle dort was hin. Das gehört mir, da greifst du nicht drauf. Ja? Das wird nur von dir stromversorgt, gekühlt, was auch immer man tun muss, gestreichelt von mir aus. Ja? Wenn jemand kommt und sagt, Platte kaputt, austauschen, dann wird er adressiert oder auch nicht, darf er das. Das heißt, warum muss ich jetzt ein eigenes Rechenzentrum betreiben? Warum gehe ich nicht einfach her und sage, ich stelle einfach ein Storage irgendwo hin? Und schau einmal, dass ich statt ein komplett eigenes Rechenzentrum einfach nur meine Daten auf diese Storage hier auslagere. Ein Ansatz. Ja, warum? Naja, ein Rechenzentrum ist teuer. Ja, jetzt rede ich nicht von den Quadratmetern, was die Miete kostet, das ist meistens nicht der Rede wert. Ja, aber spätestens bei der Stromrechnung und bei der Kühlrechnung wird es interessant. Ja, und von dem, was drinsteht, reden wir gar nicht. Ja, das kostet einfach viel Geld. Die Frage ist, bringt es mir das, was es kostet? Ja, Budgets werden immer. Wer kriegt jedes Jahr mehr Budget in der IT? Wer hat in den letzten 5 Jahren mehr Budget gekriegt? Einer. Okay. Ja, die Frage ist, was brauchen wir wirklich? Das muss man sich einfach überlegen. Das ist jetzt bei jedem Unternehmen anders. Wenn ich jetzt viel Produktionsstätten habe, wie zum Beispiel bei Eger mit, was sind wie viel? 17 Werken, da werden wir zwar jetzt ein Rechenzentrum leisten. Ja, weil selbst wenn eins abbrennt, gehen 16 andere weiterarbeiten, wenn ich ein zweites Rechenzentrum habe. Ja, aber wenn ich eben eine Firma bin, die an einem Standort ist, ja, dann ist die Frage, bringt es das wirklich, wenn der Standort abbrennt, wenn der Flugzeug reinfliegt? Habe ich da nicht andere Themen vorher? Wie schnell muss ich wieder anlaufen können? Ja, anderes Thema liegt so weit auseinander. Wir haben einen Kunden in Wien, der hat das zweite Rechenzentrum 72 Kilometer weit weg. Das ist jetzt nicht so sonderlich weit, aber man kann man schon sagen, wenn in den einen was passiert, wird das andere wahrscheinlich gut überleben, weil Feier, 72 Kilometer, das muss schon ein schöner Großplan sein. Ja? Ein Meteoriteneinschlag wird es nicht überleben, aber dann haben wir, glaube ich, andere Probleme, wenn in Österreich ein Meteoriteneinschlag der 72 Kilometer zwei Rechenzentren zerstört. Ne? Dann interessiert es uns, glaube ich, auch nicht mehr. Was hat er für einen Nutzen davon, ne? Dass er da so weit das Rechenzentrum weggestellt hat? Man hat nämlich Latenzprobleme unter Umständen. Und der Kunde hat das. Der hat eine Zeit lang versucht, zum Beispiel die Online-Logs auf beide Seiten zu schreiben. Oder Odrad. Sinnlos. Ja? Logreiter-Zeiten waren in einem Bereich, wo die Applikation nicht mehr funktioniert hat. Und jetzt ist die Frage, was bringt mir das, tut ein Rechenzentrum zu haben,
wenn ich in Wirklichkeit eh nur was mache? Meine Daten irgendwie rüber replizieren und drüben steht eine ganze Menge Hardware, die nichts tut. Oder fast nichts tut. Lizenzthema. Was kostet denn dann das? Weil wie ist es bei Oracle? Wenn die Hardware auf der anderen Seite physisch vorhanden ist, muss sie nicht einmal gebootet sein. Muss ich lizenzieren. Ja? Ist ein Lizenzding, was höchst fragwürdig ist, mit Sicherheit, aber keiner traut es ausjudizieren. Ja, ich repliziere meine Daten ins zweite Rechenzentrum und habe dort Rechner, das ist ein O-Draht. Und trotzdem muss ich lizenzieren. Naja, nur Frage, warum? Wenn ich dort keine Rechner stehen habe, muss ich es nicht lizenzieren. Nein, reicht nicht. Wenn dort Rechner sind, die in meinem Besitz sind und ich potenziell aufträgen kann, muss ich lizenzieren. Punkt. Was sind jetzt so die Kostentreiber? Ja, das ist einerseits eben, ich habe die Systeme redundant, wenn ich sie nicht auch produktiv nutze, wenn ich das zweite Rechenzentrum wirklich nur als Ausfallszenario habe, wenn die Hardware dort herumeidelt. Ja. Frage, was das bringt. Administration wird aufwendiger. Ja, wenn man Data Guard hat, muss man Data Guard streicheln. Ja. Naja, braucht es ja Pflege. Ja. Gibt immer über Thema. Oder was haben wir sonst noch an Technologien? Ja? Egal, was für Hersteller und so weiter, gibt es ja viel mit Replikationstechnologien. Die muss man alle administrieren, betreuen. Ich baue vielleicht ein Cluster auf, einen Rack über zwei Rechenzentren, geht ja, wenn es akzeptabel nebeneinander stehen. Ja, wunderbar. Aber ein Rack, wenn ich nur dafür brauche, ja, dass wenn ein Rechenzentrum ausfällt, ich im anderen weiterarbeiten kann, dann ist es vielleicht nicht die günstigste Alternative. Ja, da könnt ihr mit Virtualisierung zum Beispiel selber reichen. Wie lange dauert es, auf VM zu starten, wenn es auf einen Server ausfällt? Ja, wenn meine Infrastruktur passt, bis die Daten mal gehabt, Minuten. Die Frage aber Minuten Downtime für mich, die Kosten des Racks rechtfertigen. Ich weiß, bei vielen Unternehmen ist das nicht der Fall. Wir setzen nicht so viel pro Minuten um oder pro, keine Ahnung was, bis die Applikation wieder rennt, dass es nur annähernd in Relation steht zu den Kosten. Höhere Lizenzkosten, habe ich schon gesagt, Miet- und Betriebskosten, schenkt mir noch keiner. Hm? Leitungskosten, es ist ein Thema, wenn ich sage, ich repliziere meine Daten woanders hin, da brauche ich so eine Leitung. Oder ich nutze sie auf beiden Seiten, da brauche ich so eine Leitung. Das sind Kostenfaktoren. Welche Ideen hätten wir dazu? Oder Möglichkeiten, wie man nachdenken kann? Was ist, wenn ich meine Infrastruktur mal komplett vereinheitliche? Ja? Da bietet sich an Virtualisierung. Ja? In vielen Firmen ist es schon relativ weit gediehen. Noch nicht alles, aber wer hat nicht zumindest 50% der Server virtualisiert? Keiner. Alle mehr wie 50%? Wer hat mehr als 80% virtualisiert? Warum habt ihr noch nicht 100% virtualisiert? Hm? Frage. Kann ein Lizenzthema sein. Man kann Oracle Datenbanken virtualisieren? Nein, mit VMware. Muss man ein paar Sachen beachten. Aber man kann es. Noch, ja, vor allem bei 6 wird es, schauen wir mal. Nicht mehr so gut. Aber schauen wir mal, was da passiert. Also ich glaube nicht, dass das aufrecht lassen kann. Ja. Nächstes Thema ist das saubere Trennen zwischen Betriebssystem, Software und Daten. Wer hat das? Na, bei der Datenbank geht es noch relativ leicht. Warum? Da wissen wir, wo die Daten stehen. Betriebssystem ist meistens auch noch gut identifizierbar. Spätestens bei den Applikationen wird schon ein Problem. Ne? Wer hat Windows? Egal welche Applikation sie installiert, ja, ihr habt keinen Überblick mehr, wo das Zeug liegt. Und wo sie einhängt. Und was. Ja. In manchen Bereichen geht es sehr gut. Ne? Bei sauber trennen. Eben.
da ist mein Betriebssystem, das bootet, ja, von mir aus von einer virtuellen Disk. Dann habe ich meine Softwareinstallation, die kann schon im NFS liegen. Da ist meine Datenbank, die kann auch im NFS liegen. Ja, das kann ich wirklich sauber trennen. Wie oft sichere ich die Daten? Das ist ja unterschiedlich. Wie oft müsste das Betriebssystem sichern, in Gottes Namen? Einmal zwischen Änderungen, ja. Also einmal nach der Änderung. Wie oft sichert das Betriebssystem, Hand aufs Herz? Ich kenne viele Kunden, die sichern das Betriebssystem täglich. Ja, wozu? Ja, weil es nicht sauber trennt ist. Genau das ist das Problem. Ja? Das heißt, durch saubere Trennung hat man auch gleich noch den Vorteil, dass ich durch Anpassen meiner Backup-Strategien, ja, und meinen Backup-Ansätze viel weniger Platz auf die Bänder brauche. Mein Backup schneller fertig ist. Ich weniger Bahnstationen brauche dafür. Weniger Lizenzen. Wo steht geschrieben, wenn die Software, jetzt bei Oracle, schön brav auf einer zentralen Storage liegt, dass ich nicht von einem Server aus die Software sicher? Ich kann es mir überall dazu machen. Von mir aus halt only, damit nichts passieren kann. Ich brauche nicht auf jeden Viech einen Backup-Agent drin haben, der Geld kostet. Einfach so ein paar Gedanken. Heißt nicht, dass man es jetzt so umsetzt, aber mal drüber nachdenken. Ja? Die Software selber, ne? Muss ich die jeden Tag sichern? Die Oracle Binaries? Genauso, die sichere, wenn sie was geändert hat. Nutzen von einheitlichen Templates. Manche fangen schon damit an, manche machen es exzessiv, manche machen es gar nicht. Was hat das für einen Vorteil, wenn ich Templates nutze, die ich dann auch hoffentlich mehrfach deploye? Und das ist wieder Fahrt. Es ist überall gleich und ich brauche es nicht sichern. Warum soll ich das Template sichern? Kann man es mir verraten? Ich brauche was gesichert? Das, was nach dem Template geändert wird. Da gibt es sowas ganz Fantastisches, das ist das Change State. Schon mal gehört? Eine ganz neue Erfindung, ich kann mich erinnern, wie ich der IT angefangen habe, auf DOS hat man es auch schon gehabt. Ja? Also kann maximal 30, 40 Jahre sein. Wie alt ist der IT? Oh, scheiße, war ziemlich am Anfang da, gell? Es wird nicht gemacht. Es wäre ganz einfach. Der Backup-Aufwand wäre, schauen, mein Template hat das Datum, ja? Das kann ich im Template irgendwo vermerken. Ich darf es am selben Tag halt nicht deployen, alles, was nach dem Datum geändert ist, ist Customizing. Das sichere. Und Hand aufs Herz, wie viel ist das? Nix, das sind ein paar Konfigurationsdateien, etc-Passwort von mir aus noch und pff, wir haben es fertig. Wenn ich das jetzt gescheit umsetze, kann ich was sagen. Ich sichere mein Betriebssystem nicht mehr, ich sichere meine Softwareinstallation allalong gar nicht mehr. Ich habe ein Template, ne? Das kann ich mir jederzeit deployen. Dann sage ich, die Konfigurationsdateien von dem bitte draufpatschen. Das dauert ungefähr, ne? Die, keine Ahnung, 30 Dateien, wo es drinsteht. Die Softwareversion brauche ich, die mounte ich mir dazu, Startup. Man muss ein bisschen was investieren, damit man es so weit kriegt. Ne? Aber das erspart einem viel, letztendlich. Ja, Staging vor jeder Software, die installiert wird. Warum ist es wichtig, die Software zu stagen? Erstens, man geht schnell installieren, netter Effekt. Ich umgehe wieder Lizenzthemen, siehe Oracle. Wenn dort ein Server ist, auf dem die Software installiert ist und der ist abgedreht, habe ich ein Problem. Wenn ich dort ein Template habe ohne Software und die Software ist gestaged und nicht installiert, habe ich kein Problem. Ups. Ist Oracle-mäßig klar definiert. Erst wenn dort ein System ist, auf dem die Oracle-Software installiert ist und das bootet werden kann, auch wenn es stromlos ist, gebootet werden kann, da muss ich Lizenz zahlen. Habe ich dort Templates liegen, wo keine Oracle-Software drauf ist, habe ich dort eine Oracle-Software liegen, die nicht installiert ist, habe ich dort bei Datenbank liegen, muss ich nichts lizenzieren. Ne? Das heißt, wie lange brauche ich dann jetzt für eine Datenbank gerechnet, bis ich wieder online bin? Wenn ich es gescheit gemacht habe, Template deployen, VMware, Minute, die Files einspülen, eine zweite,
Software, wie lange brennt es bei euch die Softwareinstallation? Ich glaube 7 Minuten auf der aktuellen Hardware. Inklusive alle PSUs, 7 Minuten ist die Software installiert. Und dann brauche ich noch Init Order und SP-File. Okay, das wäre auch noch irgendwie organisieren können. Ja? Ich kann in 10 Minuten von ich drücke aufs Knopf, bis es rennt die Datenbank wieder sein, ohne Lizenzvergehen. Warum soll ich jetzt nochmal für den zweiten Standard die Lizenzen? Weil ich 10 Minuten Downtime mir nicht leisten kann, will, darf. Ich weiß schon, wenn es mehr sind, ist es mehr Arbeit und so weiter, aber auch das kann man sicher anschauen, ob man das nicht automatisiert kann. Indem ich halt einfach, keine Ahnung, 20 Templates gleichzeitig deploy und dann halt nichts mehr installiere. Wobei die Installation brauche ich wirklich einen Namen machen. Das ist das Schöne. Ich kann die Installation einmal machen und manchmal überhin. Bei NFS geht das. Ja, ich brauche dann nur so ein paar Dateien wie etc/tab generieren. Okay, das ist eine Textdatei mit, ich weiß nicht, wie viel hat es? 200 Bytes. Wo man hat Oracle Nober stehen, was unbedingt sein muss. Im etc die Installer Location. Und wir sind schon so ziemlich durch, solange ich keinen Cluster habe. Weil ein Cluster habe ich es mehr. Ja. Das sind einfach so ein paar Sachen, die man sich überlegen kann. Ja, automatisiert dokumentieren, was wo installiert ist. Jetzt gibt es solche fixfertige Softwareprodukte, die es automatisch scannen und was Datei für was machen. Kann man nutzen, kein Thema. Wenn wir jetzt hier wieder vom Oracle-Bereich zurückziehen, was brauche ich? Ich schaue nach, was ist installiert, das steht in einer Datei. Ja, und ich schaue nach, für jedes Oracle Home, was sind die installierten Patches. Das Aufruf vom Aura-Patch mit LS-Inventory. Ja, also ich bin kein Shell-Script-Programmierer, aber ich traue mir das zu, das schaffe ich in einer Stunde. Dass das funktioniert und mir das brav dokumentiert, das hängt mir als Cronjob automatisiert rein, einmal am Tag soll es dokumentieren. Ob es das geht oder nicht, ist mir wurscht. Und das kann man dann automatisiert auswerten und installieren lassen. Da brauche ich dann länger als eine Stunde, Shell-Script. Das gibt es so. Da rufe ich Hannes an, der braucht dann 4 Stunden. Ich kann Lizenzierungsthemen damit lösen. Nicht nur Oracle, auch andere Hersteller. NFS hat in dem Bereich viele Vorteile gegenüber SAN. Warum? Ich kann sehr einfach mir Softwareinstallationsverzeichnisse wohin mounten. Ja, also solche Sachen gingen sehr einfach. Ich habe direkten Zugriff auf die Daten. Ich brauche da nicht irgendwie das Betriebssystem mit dem Logical Volume Manager in der Version mit bla bla bla, damit ich mir die Daten wieder ausschauen kann. Ich kann direkt darauf zugreifen. Ich spare Platz, ja, vor allem da meine Templates nutze. Ja, das Template, bleiben wir jetzt bei NetApp. Ja, das Template liegt einmal auf der Storage. Wenn ich es 1000 Mal ausrolle, brauche ich wie viel Platz? Ja, pro Ausrollen, weiß nicht, brauche ich 200k? Ein paar Sachen ändern sich ja. Also Hostname wird sich ändern und IP-Konfiguration wird sich ändern. Ja, soll ein Megabyte brauchen. Ich habe wenn ich mich an solche Sachen halte, Daten nicht unnötig zu sichern, ja, habe ich ja entsprechend reduziertes Änderungsvolumen, ja, und brauche sie mit weniger zum Replizieren der Daten. Ja, ich kann mir überlegen, ob ich zum Beispiel die Archive-Logs und so weiter direkt auf die sekundäre Storage kopiere. Gar nicht auf der primären ablege. Ja, dann muss ich jetzt mounten können, in dem Fall. Ja, habe ich schon gesagt, das, ja, im NFS-Verzeichnis, lokal eben die Datenbank und Archive Destination, remote, ja, zweite Archive Destination, könnte man auch machen als Lösung, damit ich da lokal recovern kann. Ich sage die Leitung zur anderen Seite ist langsam. Steps aus der Datenbank, ja, heben wir halt lokal auf, zum Beispiel stündlich, und einmal am Tag tue ich es oder einmal in der Woche tue ich es. Ecke drüber replizieren. Wenn ich die Archive-Log-Files auch noch drüben habe, habe ich schon gewonnen. Ich. Nur das, was in den Online-Log-Files ist, ist potenziell weg. Ja? Sicherung von Operating-System und Oracle-Software entfällt. Brauche ich dann so nimmer. Man kann sichern, aber ich brauche es nicht replizieren zum Beispiel. Ja? Secondary Storage. Also in Wien gibt es einen Anbieter, da sage ich, ich hätte gern so und so viel Giga, Terra, was auch immer, in NetApps. Kriege einen V-File aufgesetzt mit
erreichbar über VPN, nutze es. Ich weiß nicht, wie es da ausschaut. Vielleicht was fürs AHZ, so Dienstleistungen anbietet. Das Mietbar darf nur Platz an. Da gehört halt der Pfeiler nicht mir, aber ich habe einen relativ guten Schutz, dass nicht jeder alles reinschaut. Ein netter Administrator hat immer eine Chance, aber ich habe mich schon mal nicht so schlecht abgesichert. Ich kann mein eigenes Storage zum Anbieter stellen. Das geht sicher da auch. In Wien gibt es, ich weiß nicht, wie viele Anbieter das machen. Ich muss nicht alles durchsterben, es reicht mir die Storage, um ein Desaster zu überleben. Das hat die Anlaufzeit größer. Anbindung. Also oft reicht das und dann wenige Gigabit. Das kriegt man in größeren Städten typischerweise zu einem sinnvollen Preis. Was mache ich mit Active Directory und Co.? Ja, dann habe ich halt, das kann Active Directory inzwischen, einfach eine Replikation irgendwo drüben stehen. Das ist ein Pipifax, vor allem mit, ich weiß nicht, einem Core und 2 Gig Memory. Für Produktivbetrieb unbrauchbar, aber zum Replizieren reicht es. Ja. Backup kann ich immer noch zum Cloud-Anbieter machen. Ja, ich brauche praktisch keinen zusätzlichen Bandbreitenbedarf. Bei wie vielen User und Berechtigungen endet ihr pro Tag? Marginal. Ja. Was da noch? Ja. Saubere Trennung von Daten und Software. Jetzt aus der Microsoft-Ecke mit FileShares und so weiter. Ja, kann ich ja direkt auf der Storage ablegen. Ne? Storage ist kein Ziffs. Kann ich direkt FileService spielen. Hat welcher netten Nebeneffekt? Ich weiß genau, was sich geändert hat. Wenn das Ganze in einer Loon ist, ich mappe mir eine Loon und dort macht es ein T das lokal, muss ich Worst Case relativ große Teile der Loon sichern. Mache ich es über Ziffs auf der NetApp, muss ich nur sichern, was sich geändert hat. Die Blöcke, die sich geändert haben. Nicht einmal die ganzen Files, nur die Blöcke. Ne? Wieder geringer Bandbreitenbedarf. Ja, Blocker als Snapshots. Hat uns schon ein paar Mal geholfen, dass man lokal aus einem Snapshot oder Datei zurückholen kann. Lizenzierung. Da wird es dann kompliziert. Ich habe jetzt halt einmal Oracle betrachtet. Bei anderen Herstellern andere Lizenzregeln. Muss man einfach schauen, wie man das mit dem jeweiligen Hersteller, mit der jeweiligen Lizenzierungsart halt eben umsetzt. Ja, was darf man nicht und so weiter. Ja. Staging ist eben explizit erlaubt. Ich darf dort Systeme erinnern haben, wo die Software gestaged ist. Das ist kein Problem. Es darf nur nicht installiert sein. Ja. Eben grenzwertig mit Softwareinstallation auf NFS. Das ist nur grenzwertig. Mir ist es sicherstellen, dass das nicht so, aber kann man sich von Oracle absichern lassen. Was für ein Vorteil hat so ein Ansatz? Das ist eine Menge Arbeit. Das kostet einmal auch Geld. Ohne Arbeit geht es nicht. Die Frage ist, was bringt es mir auf eine Sicht von 3 oder 5 Jahren? Wo ist es ungeeignet? Eben bei einer Firma Eger mit 17 Produktionsstätten wäre es ungeeignet. Nur weil, keine Ahnung, in dem einen Werk was brennt, dass dann die anderen 16 Werke auch dran, das macht keinen Sinn. Aber wenn man nur eine Lokation hat, wo man produzieren kann oder wo der Hauptsitz ist, ja. Was ist, wenn der Serverraum brennt? Mit ein bisschen Klick ist sonst nichts beschädigt, aber wahrscheinlich ist sonst auch was betroffen. Und dann braucht man, bis die Produktion wieder anlaufen kann, ein paar Tage. Oder wenn Hochwasser ist, ja. Wie lange braucht man, bis man die Hochwasserschäden beseitigt? Braucht man schon Zeit. Und in der Zeit kann man durchaus solche Sachen wieder reparieren. Ja, was sind so die Nachteile? Weil hat ja nicht nur Vorteile. Es gibt kein transparentes Überleben mehr. Ich habe eine Arbeit. Nämlich im Vorfeld und dann im Doing. Desasterfall kann ich zum Beispiel beim Cloud-Anbieter Systeme zumieten. Amazon und Co. lässt grüßen. Ich kann im Rechenzentrum wieder aufbauen, kann die Daten wieder zurück übernehmen und was auch immer. Also Ideen, ja, was man da tun kann. Ich kann auch, wenn ich dort ein Rack stehe habe mit der Storage oder mehr Racks mit der Storage, die Racks dort abholen und in mein neues Rechenzentrum schieben und dort auftragen. Geht genauso. Ja, dann Lizenzierungsthemen haben wir schon gesagt, die sind und ja, man muss jetzt einen Anbieter vertrauen und wenn ich einen Anbieter nicht vertraue, muss ich mein eigenes Storage hinstellen. Also sobald mein eigenes Storage durchsteht,
Das fällt auf, wenn er da eine einbricht. Zusammenfassung. Es gibt ein paar Ideen, wie man für Betriebe, die halt an einer Lokation sind oder die das Thema haben, dass die IT-Kosten einfach zu hoch sind, wenn man versuchen kann, einzelne Sachen einfach billiger zu machen. Ich muss es nicht für alles machen. Ich mache es jetzt vielleicht für Oracle. Das ist ein großer Brocken, wo ich viel sparen kann. Wenn ich andere Produkte habe, die ähnliches Pricing haben, ne, wo ich mir viel sparen kann, dann mache ich es halt für die. Und andere Sachen, wo es preislich nicht so tragisch ist, mache ich es normal, konventionell. Das heißt, über alles drüber. Einfach überlegen, ob solche Ideen nicht helfen können, Kosten zu senken. Beziehungsweise, wenn ich noch keinen zweiten Standard habe, einfach, was könnte ein relativ kostengünstiger Weg sein, einmal ein Desaster grundsätzlich zu überleben. Dass ich eben irgendwo mir Storage hinstelle oder mich einmiete, dorthin repliziere. Ja, und dann ist das letzte Problem, mit falsch grünen Desaster. Ich schreibe das Zeug immer falsch. Ich frage mich, wie oft passiert das? Wie oft brennt euch ein Hütten zu Hause ab? Hoffentlich nicht. Ne? Habt ihr eine Feuerversicherung? Ja. Das heißt, es wäre leichtsinnig, sich nichts zu überlegen. Ja, die Frage ist halt, was darf es kosten? Wie teuer darf die Versicherung sein? Ne? Also man kann sich bei der Versicherung auch Versicherung aufschwatzen lassen, die, keine Ahnung, wenn das Haus abbringt, kriegst du 20 Millionen Euro. Die Frage ist, warum sind das nicht so überhaupt? So viel ist es nicht wert. Ja, man muss halt schauen, dass es kosten muss.